So, herzlich willkommen in Zottels Bastelkeller. Heute machen wir mal eine Menüvorstellung, eine Funktionsmenüvorstellung von der KPO 5000 DX Plus. Das ist die neueste Version. Ich glaube, die Software ist V7 oder so. Da wollen wir heute mal das normale Funktionsmenü, wo jeder rein kann, was man erreicht hier, wenn man die Funktionstaste drückt. Das will ich euch mal versuchen zu erklären. Ich habe mir hier vorsichtshalber auch die Anleitung hier hingelegt. Es gibt ja leider, es gibt natürlich, man kann, das ist das Tolle, Markus Neuner von Neunerfunk, der hat eine deutsche Übersetzung von dem Originalmanual gemacht hier. Das ist das Originalmanual, das ist natürlich in Englisch. So, viele von euch können nicht so gut Englisch, beziehungsweise können das Englisch nicht übersetzen oder was auch immer. Es ist denn für den einen oder anderen ist das dann doch schwierig, das Gerät vollständig zu benutzen und zu bedienen. Da habe ich dann gedacht, ach komm, ich erkläre euch das mal. Das ist auch alles gar nicht so schwierig. So, als erstes, die groben Funktionen kennt ihr ja, die meisten kennen das Gerät, haben es zu Hause aber, oder wollen es benutzen. So, als erstes, wir wollen in das Funktionsmenü. Da drücken wir das Ding hat ja eine Funktionstaste. Damit kann man die Doppelfunktion schalten. Mit der Funktionstaste kann man hier erstmal, wie zeigt hier, EMG und SRF. Aktuell haben wir hier S23 Müll. So, jetzt kann ich damit Funktion das S-Meter ausschalten. Mit der Funktionstaste wird die untere Reihe praktisch aktiv von der Schrift hier. So, jetzt können wir das S-Meter wieder einschalten. Wenn ich nur drauf drücke, schaltet das Gerät auf Kanal 9 EMG, weil das so ja die obere sieht man hier, sieht man schlecht, die EMG-Funktion ist. Dann haben wir hier die SWR-Funktion. Dann wird einem hier in dem Dings das SWR angezeigt. Aktuell, ich weiß jetzt nicht, was das zu bedeuten hat. Ist ja auch erstmal Wurst. Als nächstes haben wir hier den Plus 10 Kilohertz. Den kann man auch ohne die Funktionstaste erreichen. Das wird dann hier in der Ecke angezeigt. Und natürlich schaltet die Frequenzanzeige ja auch um, weil ja 10 Kilohertz dazukommen. So, das schalten wir mal SWR aus. So, dann als nächstes haben wir die Scan-Funktion. Dann läuft das Ding im Scan-Suchlauf. Das ist ja bekannt, jeder kennt den Scan-Suchlauf. Jetzt wollen wir den wieder anhalten. Zack. Wir gehen jetzt mal auf Kanal 33. Das ist so mein Testkanal, wo ich immer alles so teste und vorführe. Dann haben wir als nächstes die Dual-Watch-Funktion. So, jetzt wollen wir die Dual-Watch-Funktion nutzen. Dann drücken wir sie. Und gehen auf Kanal 40 und drücken Sie wieder. Und dann schaltet das Gerät zwischen 33 und 40 hin und her. Und je nachdem, wo ein Signal anliegt, da bleibt sie dann stehen. Ich habe sie jetzt leise gedreht. Jetzt liegt hier auf 33 ein Signal an. Wir haben jetzt DX mit ein bisschen. Und dann schaltet das Gerät dann immer hin und her. Jetzt nervt mich das so ein bisschen. Jetzt nehmen wir das Dual Watch raus, drehen wieder auf 33. Da haben wir jetzt aktuell DX-Müll. Deswegen drehen wir es erstmal wieder leiser. Dann haben wir hier die Noise Blanker ANL-Taste. Das wird hier oben angezeigt. Das funktioniert bei dieser Kiste hier auch nur auf FM, auf AM und USB-LSB. Ist aber trotzdem immer an. Dann haben wir als nächstes die Roger-Piep-Taste. Vielen Leuten geht das Gepiepe auf den Sack. Da kommen wir später zu. So, das sind erstmal die normalen Funktionen. Das ist die obere Funktionsreihe. Die obere. Ich will mal versuchen. Das ist die obere Schriftreihe. Das schaltet man ohne Funktion. Jetzt die zweite Reihe, da steht hier BP, hier steht Lock, LCD Off, Scan List, High Cut, TOT und SRF. So, jetzt kommen wir mal auf die zweite Funktion, das stelle ich euch hier wieder hin, auf die zweite Funktionsebene, da können wir die dann aktivieren.
Damit schaltet man erstmal den Tastenton aus. Mit Funktion und Roger Piep. Jetzt ist das Ding still. So schaltet man ihn ein. Ich habe ihn gerne an, damit ich sehe oder höre, was ich mache. So, dann haben wir hier die Lock-Taste. Jetzt ist das Gerät gesperrt. Jetzt kann ich hier nichts machen. Außer, aber hier, das ist interessant, wenn man im Auto das Mikrofon benutzt. Jetzt sind auch die Up-Down-Tasten gesperrt. Mehr ist das nicht. Also, wieder rausnehmen. Funktion und Lock. Schreibt er kurz im Display. Es wird hier leider nicht angezeigt. So. Dann haben wir LCD Off. Wenn man jetzt mobil unterwegs mit dem Gerät ist und jemandem ist dieses bernsteinfarbene Display zu hell, kann man das Display ausschalten. Oder halt wieder einschalten. Die Funktionen sind natürlich noch da. Aber man, dem einen oder anderen gefällt es, ich bräuchte diese Funktion nicht. So, als nächstes haben wir Scan List. Das ist hier der untere Funktion. In dem Moment, wo man das aktiviert, wird hier vorne, vor der, oder hinter der 2, hinter der ersten, wird ein kleiner Punkt gesetzt. Guck mal. So, jetzt, der ist jetzt auf 33. Wenn ich jetzt scanne, dann lässt er den 33er Kanal aus. Da muss ich mal die Rauschsperre zudrehen, weil wir hier übel DX-Müll haben momentan. Lasst euch nicht verwirren von den Anzeigen hier. Ich habe hier ein paar Kanäle dazu gesetzt, weil... So, jetzt kommt gleich 33. Und den lässt er aus. Da hat er übersprungen. Dafür ist die Scan-List-Taste. Das erkennt man daran, dass der kleine Punkt da gesetzt wird. So, jetzt machen wir hier wieder leiser. Als nächstes haben wir die High-Cut-Funktion. Das fällt im ersten Moment gar nicht auf. Das machen wir wieder. So ist das ein bisschen heller vom Klang her. Und so ist der Klang ein bisschen dunkler. Warte, kann ich das hier? Achso, ich habe die Akku-Taste. Ich habe das Akku an. Dann kann ich lange hier sein. Oh, wir haben DX-Müll, das ist ja. Ich gehe mal auf die 80 Kanäle. Ach ne, kann ich ja auch hier. Wir gehen mal auf Kanal 44. Das ist tatsächlich, ich habe mir die so programmiert, dass ich die A-Kanäle hinten einfach nur dran habe. Das ist für mich persönlich so interessant. So, Kanal 44. Hier ist jetzt aktuell kein DX. Jetzt schalten wir mal High-Cut ein. Beziehungsweise weg. Jetzt wird der Klang ein bisschen heller. Und so ist er ein bisschen dumpfer. Der eine mag es hören, der andere mag es nicht hören. So, dann haben wir die Time-Out-Timer, TOT, habt ihr gesehen? TOT ist on. Das ist wenn man jetzt funkt und man kann diese Zeit auch einstellen, diese TOT-Zeit, das ist Time-Out-Timer. Das Gerät unterbricht nach 5 Minuten den Sendebetrieb, wenn man den 5 Minuten eingestellt hat. Kann man auch auf 2 Minuten einstellen, kann man aber auch ausschalten. Aktuell ist es bei mir off. Ich habe es meistens an, damit ich hier nicht Dauerträger setze. Das schützt das Gerät vor Überhitzung oder was auch immer das Ding. Der sendet, damit man einfach nicht 10 Minuten Dauerträger setzt und unentwegt quatscht. Dafür ist diese TOT-Funktion. Ja, als letztes haben wir hier dann noch das S-Meter, da können wir abschalten. Welchen Sinn das macht, erklärt sich mir überhaupt nicht. Kannst auch wieder einschalten. So. Dann kommen wir jetzt ins Funktionsmenü. Da gehen wir am besten wieder auf 33, weil da war ein bisschen DX. Da können wir dann auch ein bisschen was von dem Gerausche hören. So. So. Weil wir nämlich auch so ein paar Sachen machen müssen können. Das Gerät hat ja eine Vox-Schaltung. Die habe ich erst nicht kapiert, die habe ich für ihn selber rausgefunden, wie das funktioniert. Die Vox-Funktion funktioniert nur mit dem Orgi-Mic. Ich habe es versucht mit dem Verstärker-Mic, da habe ich es nicht zum Laufen gekriegt. Warum, weiß der Geier, vielleicht bin ich auch zu düsselig, wie auch immer. So, wir gehen jetzt mal ins Funktionsmenü. Das ist recht einfach.
einfach die Funktionsmenü-Taste halten. Und dann hat man hier die Programmpunkte und im Display steht entsprechend der, was man einstellen kann. Jetzt sind wir schon wieder, weil das springt, wenn man nichts macht, springt das automatisch zurück in den Funkmodus. So, IC9 steht bei mir auf 63. Das ist praktisch der Mic-Gain-Regler. Für das Orgi-Mic, für ein umgebautes Orgi-Mic, das Video habe ich euch gezeigt, könnt ihr in einem anderen Video von mir sehen, mit Elektretkapsel, habe ich das immer auf volle Möhre gestellt, auf 63. Ich habe auch einen Turner plus 3 dran. Das steht da, hier. Da habe ich es auf 45. Das ist dann die angenehmste Lautstärke für das Turner plus 3. Aber wir drehen das jetzt hier auf 63, weil wir ja das Handmic benutzen. So, den nächsten Programmpunkt kriegt man mit dem einmal auf die Funktionstaste. Hier ist die Vox-Funktion. Jetzt ist die Vox-Funktion eingeschaltet. Und auch die Intensität, also wie empfindlich das Mikrofon jetzt ist, das kann man von 1 bis 9 wählen. 1 ist sehr empfindlich, 2 ist nicht so empfindlich, 3 und es wird dann halt immer unempfindlicher. Auf 9 muss man das Mikrofon sehr, sehr dicht vom Mund haben. Das kann ich euch gleich mal vorführen. Wir wollen erstmal weiter durchs Menü schalten. So, wir schalten das aus. Vox Time. Damit ist praktisch gemeint, wie lange das Ding, ich glaube, warte mal, wenn man einen Träger gesetzt hat, wie lange das Ding den Träger noch festhält. Bei der Vox. So, und das stand, also ich glaube, in Werksausstellung ist 4. Ich habe mit meiner Spielerei, habe ich gleich auf 2 oder 3 gehabt. Das war ganz angenehm. Vox VEO Time. Da bin ich jetzt kurz überfragt. RCDT. Ach, das hier sind die CTCSS und DCS-Töne. Die kann man hiermit einstellen. Da gibt es auch in der Anleitung gibt's einen entsprechenden Absatz, wie man diese, die kann man für jeden Kanal entsprechend programmieren, glaube ich. Und ach, man kann das auch für dauerhaft programmieren. Das war vorhin, Moment, wir können ja mal zurück. Das kann man auch übrigens. Man kann im Menü, Funktionsmenü, das, man muss nicht hier permanent so drücken. Man kann auch mit den Up-Down-Tasten durch das Menü schalten. So, wir waren jetzt, das ist Receive DTS, TX CTCSS, NC Off. Ich glaube, das ist hier diese Noise, das ist, ja genau, das ist diese Noise Compander Funktion. Das ist Noise Gate, das ist diese DSP-Geschichte. Ich glaube, das auch. Damit schaltet man den Mikrofontyp um, wenn man ein Original dynamisch, ein Originalmic aus dem Karton ist dynamisch, muss man das auf Dynamik stellen. Wenn man es umgebaut hat, auf Elektret. Dafür ist das. Ich habe es meistens auf Elektret stehen, weil ich nur noch das benutze. So. Dann Punkt 10. Oh, das ist auch. Ich müsste da jetzt nachgucken. Punkt 10. Wir merken uns mal Punkt 10. Ich weiß es nämlich selber nicht. Ich fummel nicht so oft in dem Menü rum. Da können wir ja mal gucken. Punkt 10. Punkt 10. In der Anleitung. Ui, jetzt ist mir hier mein Klebeband runtergefallen, wo das Handy draufsteht. So, wir kommen jetzt hier mal. Das ist ja das Schöne. Hier haben wir jetzt ein dauerhaftes Menü. So. Hier. This menu refers TX, CTCSS und DCS Code. Das war Nummer 6. Ne, warte, Nummer 5. So, dann haben wir hier, genau, Noise Nummer 6 ist Noise Compander. Das zeige ich euch gleich mal extra. Das Menü TX Noise Gate. Das TX Noise Gate, das ist das bedeutet, dass das verhält sich so, dass man das Mikrofon direkt besprechen muss. Ich zeige euch das mal. Das TXNG steht hier in der Anleitung. T
TX Noise Gate Setting. Das ist. So, jetzt meine Hand ist jetzt der Mund. Jetzt bespreche ich das Mikrofon so, dann kommt das durch. Bespreche ich das jetzt so, dann ist meine Stimme unheimlich leise. So müsst ihr euch das vorstellen. Wenn man es direkt bespricht, ist das ideal. Dann kommt das durch und dieses TX Noise Gate, das filtert praktisch so ein bisschen den Hintergrund weg. Wenn man in einer sehr lauten Umgebung ist, filtert das TX Noise Gate das weg. Braucht man eigentlich nicht wirklich. Jedenfalls nicht im Heimstationsbetrieb. So, was haben wir hier noch? Dann haben wir hier NR. Punkt Nummer 8. This menu refers RX Noise Reduction Setting. Das ist für den Empfänger, das zeige ich euch. Das müsst ihr euch anhören. Das ist nicht, dass man das zeigen kann. Das hier ist ICP. Das ist dieser Mikrofonumschalttyp. NOG, das ist die TX, ja, das ist eine geile, da stehen die Amis total drauf. Da kann man, wenn man es einschaltet, das zeige ich euch. So, das stelle ich euch hier wieder hin. Und wir haben uns den Punkt gemerkt, das war Nummer 10. Nummer 10, da wollen wir jetzt hin. Funktionstaste drücken. Ach nee, guck mal, jetzt haben wir verkehrt einen Knopf, wir müssen ja dahin. Nummer 10, TX Noise Gate. So, jetzt können wir das mal einschalten. Wenn ich jetzt senden würde, kann ich das? Dann höre ich mich im Gerät selber. Das ist praktisch so eine Rückkopplung. Hallo, hallo? Das ist so eine Rückkopplung, da kann man sich selber im Mikrofon hören hier, im Lautsprecher. Das Gerät sendet, glaube ich, auch. Eigentlich ist es gruselig. Das kann man, ich weiß gar nicht, wie laut man das machen kann. Hallo, hallo, hallo. Da kann man sich dann selber hören hier. Hallo? Das ist ganz witzig. Kann man sich das Echo selber anhören? Braucht eigentlich kein Mensch. So, kann man auch ausschalten. So, dann haben wir als nächstes, das ist der CW-Ton für das Paddel, wenn man hinten ein Morse-Paddel anbenutzt. Dann haben wir 12. Voice, das B, das sind die Tastentöne. Man kann die Tastentöne ausschalten, auch nur ganz leise haben. Ich weiß gar nicht, was ich das hatte, ich hatte das glaube ich auf 30 oder so. Dann ist das nicht so laut. Das ist für die Tastentonlautstärke. Das ist der Step, wie dieser Clarifier sich verhält. Oh, jetzt habe ich umgeschaltet. So, nochmal wieder dahin. Das müsste Nummer 12 gewesen sein. Nummer 12. So. Damit verändert man den Step. Es gibt 10 Hertz, 100 Hertz, 1 Kilohertz, 10 Kilohertz. Werksauflieferung ist das, 10 Hertz. Das lassen wir auch mal so. So, dann haben wir Clarifier. Das ist auch interessant. Man kann diesen Clarifier, das gab früher, habe ich auch in dem Alan 8001 Video gezeigt, da kann man, welche Funktion der Clarifier hat. Entweder nur fein. Ich lese das ja mal vor hier. The fine regulation. This option is selected. User can fine tuning receiving frequency by rotating the clarifier knob. So, jetzt seid ihr alle nicht englischmächtig. Ich auch nicht so gut. Ich versuche das mal zu übersetzen mit meinem Englisch. Ich glaube, das steht bei mir. Ich habe mir das ja mal so geändert. Warte, da müssen wir nochmal hin. Das ist Punkt Nummer 14. Der steht auf RT. RT. When this option is selected, user can regulate the frequency both transmitting, receiving, turning process and tuning process. Two icon will appear in the LCD. So, appeared. Mein Englisch ist nicht so gut. So, pass auf. Wenn ich jetzt im Clarifier regel, dann kommt hier das die 2, wo er mir das sagte. Und ich verändere jetzt die Sende- und Empfangsfrequenz.
dann kann ich den Step ändern, wenn ich drauf drücke. Oh, na, 33. Dann kann ich den Step ändern. Und nochmal. Das ist schon so ein bisschen wie beim besseren Amateurfunkgerät. Bei der Lincoln ist das die Spun-Taste. Ich habe den, glaube ich, meistens hier stehen. Wenn ich da mal was ändern will, kann ich schnell. Das macht sich schnell bemerkbar. Das Schöne ist, bei dieser Kiste wirkt das auch. Wir können ja mal kurz lauschen. Und das Schöne ist, das ist, weil ich das so, das finde ich so toll. Deswegen finde ich das Gerät so toll. Jetzt hören wir hier. Jetzt sind wir auf USB. USB steht hier. Und jetzt wollen wir mal den Clarifier mal. Mach das mal. Und jetzt verändere ich Sende- und Empfangsfrequenz. Sende- und Empfangsfrequenz verändere ich jetzt gleichzeitig mit diesem Regler. Das Schöne ist, das Gerät liegt ziemlich, also sehr genau auf der Frequenz glatt. Also wenn hier 27.555.00 angezeigt wird, ist sie auch da drauf. Vielleicht nur minimal, aber das ist so marginal, dass das wahrscheinlich keiner hört. Also mir wurde bis jetzt immer gesagt, das Gerät ist sauber auf Frequenz. So, und im Funktionsmenü Punkt 14, wir schalten mal wieder um auf, da lassen wir das mal, ne, 33, da haben wir mal meinen Testkanal 33, dann waren wir auf Kanal, auf Punkt 14, Menü Punkt 14, so, und dann habe ich, T ist nur, mit T hat man nur die TX-Sendeseitige Verstellung von dem Knopf. Mit Fein ist nur Empfänger, glaube ich. Und das ist Empfangs- und Sendeseitig mit diesem hier. Ich habe den immer Empfangs- und Sendeseitig, damit ich mich vollständig auf der Frequenz drehen kann. So. So, jetzt habt ihr, übrigens, so wie ich jetzt, ihr habt in diesem Funktionsmenü irgendwas verstellt. Und wisst nicht mehr genau was. Hier oben drauf ist ein gelber Aufkleber. Ist auf jedem Gerät drauf. Da steht die Reset-Funktion drauf. Mit der versetzt ihr das wieder ins Normale. Also wenn ihr also in den Auslieferungszustand. Das gilt nur für das Funktionsmenü. Das Hidden-Menü, das ich euch nicht zeigen werde, das ist für ewig. Alles andere ist nur temporär. Was ihr hier im Funktionsmenü verändert, ist nur temporär. Das kann man jederzeit mit dem Reset wieder rückgängig machen. So, jetzt machen wir mal. Wir waren auf Punkt 14. Ah, oh, jetzt ist mir das Mic runtergefallen. Man kommt aus diesem Funktionsmenü nämlich auch raus, indem man einfach nur Träger drückt. So. Wir waren auf Punkt 14. So, Punkt 14, Clarifier. Der nächste ist Punkt 15. Da passiert was hier, wenn ich da drauf drücke, auf den Clarifier, kann man einstellen, was denn passiert. Ob man jetzt hier so durchschalten will, wie ich das vorhin konnte, oder ob man, was hat man noch? Kann ja mal gucken, hier steht so viel. Hier steht ja so viel drin. Arise. This option is selected push and turn clarifier knob to realize the course function. On the left, ich bin auch nicht so notated. Das hat auf jeden Fall was mit dem Clarifier zu tun. Ich müsste das jetzt tatsächlich übersetzen. Hier steht auf Step. Ich habe es auch so gelassen, damit ich tatsächlich diesen Step habe. Damit ich hier durchschalten kann. Die Idee fand ich gut. Deswegen lasse ich das immer so. Bei mir steht er immer auf der vierten Nachkommastelle hier. Wenn ich jetzt drehen würde, dann habe ich nur so ein. Und das ist super. Was mich stört, ist die Raste da drin. Es wäre schöner, wenn das stufenlos, aber wahrscheinlich ist das nur ein kleiner Ball, den man da rausnehmen müsste. Dann wäre das weg. So. Als nächstes haben wir Funktion. Wir sind jetzt bei Punkt 15.
So, das war der Clarifier. Das ist das AQ off. So kann man das ASC oder das, was man hier jetzt schaltet, das kann man hier ein- und ausschalten über das Menü. An, aus. Wenn man jetzt kein Orgi-Mic hat und keine Funktionstasten in einem Mikrofon nachgerüstet hat, kann man hier dieses AQ an- und ausschalten. Ich habe es permanent aus, weil ich habe es hier im Mikrofon, ich habe auch nachgerüstete Up-Down-Tasten in meinem Mikrofon drin. Ich habe es immer aus. Das nächste ist TOT. Hiermit stellt man die Timeout-Time-Zeit ein, die man hier wählen kann. Jetzt schaltet das Gerät nach 4 Minuten 80 aus, 4 Minuten 10 und so weiter. Das kann man hier, ich glaube das Maximum, ja, hier sind 6 Minuten, sendet das Gerät und schaltet sie ab. Ich glaube das sind Minuten. Ich glaube, ich hatte das auf 4,50 oder was auch immer. SC, das ist der Scan-Typ. Ob man jetzt nach Zeit scannt, dann scannt das Gerät und bleibt stehen, bleibt eine gewisse Zeit stehen und scannt weiter. Und dann gibt es noch, dass das nach dem Signal, wenn das Signal aufhört, weitergeht. Das ist die Zeit. Also das Gerät scannt, bleibt stehen. Und nach 3 Minuten läuft es, oder 3 Sekunden läuft es einfach weiter. Egal, ob da ein Signal ist oder nicht. Und das hier ist, solange das Signal da ist, bleibt das Gerät da stehen. Ich habe es meistens auf Signal stehen. Aber ich will ja das Gespräch hören und nicht, dass das dann nach einer Zeit weiterläuft. Weil dann sitzt man hier, hört nur mit einem Ohr hin. So, dann haben wir als nächstes TSR On. Das hier ist schön. Das ist diese SWR Protection Funktion. Wenn man das aus hat und keine Antenne dran hat, kann man die Endstufen hochjagen. Oder das Gerät nimmt Schaden. Und hier, wenn das an ist, dann schaltet das Gerät sicherheitshalber ab. Das kann man, ich lasse es immer an. Wenn die Antenne vom Dach fehlt, dann weiß man das. Oh, jetzt habe ich wieder rausgestürzt. Jetzt war ich wieder zu langsam. Wir waren bei 19. So. 19. Punkt 19. Jetzt, ach hier, das Schöne ist, man kann auch durch das Menü mit den Up-Down-Tasten gehen. Wir gehen mal zu Punkt 19. Punkt 19 ist das Menü TSR. Ja, genau, das war ja hier diese. Das ist die SWR Protection. Und das ist die Spannungs-Protections-Funktion. Wenn man zu viel Volt hat, dann schaltet das Gerät auch aus. Oder zu wenig Volt. 9 Volt. Wenn man Akkubetrieb macht, ist das interessant. Ach, jetzt ist ja schon wieder aus. Vorführeffekt. Also, wenn man mit dem Akkubetrieb macht, irgendwo auf dem Berg oder so, oder viele machen, naja, weiß ja gar nicht, dann kann man mit Punkt 20 TDC kann man praktisch, ich schalte erst jetzt mal ein bisschen hin und her, damit das Menü anbleibt. Damit kann man praktisch ein- und ausschalten, also ausgeschaltet, dann wirkt diese Spannung. Dann könnt ihr den Akku leer lutschen und so könnt ihr den angeschlossenen Akku schützen. So, als nächstes haben wir das zeigt mir das, die Frequenz beim Senden. Das ist, ich weiß das gar nicht. Ach ja, das hier, das ist auch interessant. Viele machen das. Ich mach's nicht. Da kann man sich, bei mir steht das auf SR. Weil SR ist, oh, mal gucken. Nee, guck. Jetzt zeigt das Gerät die aktuelle Stehwelle. 1:1:3. Na? Irgendwie. Immer, beim Senden. Das haben viele an. Ich habe es immer, das ist interessant, wenn man, ich will ja aber sehen, wo ich bin. Wo waren wir denn? 25, 20, TDC on, TS, TLD. Dann kann man sich die Batteriespannung anzeigen. 11,5 Volt. Das haut natürlich nicht hin. Das Gerät zieht natürlich ordentlich Ampere. Aber ich habe hier auf meinem Netzteil 13,63. Was auch immer das bedeutet. Das ist auch interessant zu sehen, aber das ist 11,5 Volt DC. Jetzt ändern wir das wieder. Jetzt waren wir zu weit. So, dann haben wir Timeout.
Das ist interessant, dann zählt er nämlich runter beim Senden. Und beim jedes Mal senden 4,50. Dann zeigt er dir die Zeit. Wenn man jetzt schnacken würde, würde er dir die Zeit runterzählen, bis das Gerät Cut-Off macht beim Senden. Das ist für diese Timeout-Timer-Geschichte. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ah, jetzt schon wieder Ton. Und dann haben wir. Was haben wir hier noch? Batterie haben wir gesehen. SRF das und TLF. Das habe ich immer. TX-Frequency. Weil so zeigt er mir immer die TX-Frequenz an, die ich ja auch noch einstellen kann hier. Mir zeigt er permanent, weil der Rest interessiert mich nicht. Die Schutzschaltung ist eingeschaltet für Void, die Schutzschaltung ist eingeschaltet für SWR. Kann nix, dem Gerät kann nichts passieren. Ich brauche mir nicht das SWR anzeigen lassen. Also lasse ich das so. Ich mag es halt so. So, dann haben wir als nächstes Punkt 22. Da kommen wir jetzt mal hin. Das Schöne ist, ich kann jetzt auch mit den Up-Down-Tasten vom Orgi-Mic zurückschalten. So, das war diese Funktion fürs Display. Roger-Piep-Frequenz. Damit kann man den Ton ändern, wie sich der Ton anhören will. 1750 Hertz vom Relais. Ich habe hier 2450 Hertz, glaube ich, oder so ist das. Das ist so annähernd dieser NASA-Ton. Ups. Dann kann man die Zeit einstellen, wie lange das Ding piepen soll. Entweder piep oder piep. Das kann man hier ändern. Ich habe es relativ kurz, weil ich das einfach schöner finde. Man kann das auch lang machen. Können wir ja mal zeigen. Haben wir hier, pass auf, 33. Jetzt schalten wir den Roger-Piep ein. So. Fürchterlich lange. Das ist mein Roger-Piep, der nervt. So, und jetzt schalten wir den wieder um. Ach nee, dann müssen wir jetzt im Funktionsmenü. Und dann Roger-Piep, da war die. Roger-Piep-Time. Jetzt schalten wir auf 10 oder 1 oder was auch immer. Das hört sich schon besser an. Und so lasse ich das. So, dann haben wir das Menü auch gleich durch. Roger Peep Time. So, Punkt 23. Das ist CFR. Das ist, den CW-Ton. Wie das Morse-Paddel sich anhört. Den kann man einstellen. Ich habe kein Morse-Paddel. Ich kann nicht morsen. Ich benutze das nicht. Ich habe es auf den Ton eingestellt. Und das ist auch die Zeit, die man einstellen kann. Damit kann man das Morse-Paddel einstellen. Ich habe es einfach so jetzt auf diese Werte eingestellt, damit ich da. Jo. So, das ist der Ton. So, und dann waren wir auch schon durch. Dann haben wir das Menü durch. Also mehr ist da nicht. So, jetzt haben wir ja noch diese tolle NOG-Funktion im Manual. Diese tollen Filter. So, da gehen wir mal, machen wir die mal leise. Da gehen wir auf USB, auf E, auf 12. Das ist ja der 555-Anruf. So, dann schalten wir den Roger Piep aus. Wir schalten den Beep aus. Und wir schalten das Noise Blinker aus. Also jetzt, ich mache jetzt einfach mal. Wir gehen ins Menü und schalten mal NC ein. Die Rauschsperre machen wir auf. Dann wird hier im Dings NC angezeigt. RX Noise Compander. Wir müssten mal irgendwie ein Signal haben. So, Noise Compander. Der verändert so ein bisschen. Stefan in Bavaria, Germany. Do you copy 26 Tango Charlie 288? 26 Division. Tango, das ist eine Idee. Stefan, keep us up. Jetzt wird er ein bisschen lauter.
Den anderen hören wir natürlich nicht. Das verändert sich damit. Das ist überwiegend auf FM, funktioniert das nicht so gut. Funktioniert auch, aber auf USB, LSB und auf AM hat es den meisten Effekt. So, dann haben wir als nächstes. Okay, Stefan, no problem. Wir haben es jetzt ausgeschaltet. Wir wollen mal gucken. Ja, ist aus. Jetzt gehen wir auf Noise Gate. Das ist das TX Noise Gate. Das ist ja diese TX-Geschichte. Und NC ist Nummer 6. Das ist Noise Companion. Und dann haben wir NR. Noise Reduction. Das ist diese tolle DSP-Funktion. Das hört man jetzt ganz schwach. Okay, Stefan, no problem. Well, you're coming through to me, no problem at all. 5 and 9 plus this way, into the middle of the United Kingdom. Name this way is John, and you did get my call right. It was Tango Charlie. Lass dich nicht verwirren von meinem Filter, ja? Das ist nur ein LED-Dingsbums. And I'll get him to call you, if you would like to listen. His name is Mick. Mick, do you want to... Das wird übrigens angezeigt im Display. Jetzt ein Bleistift hier. Diese NR-Funktion wird hier angezeigt. Noise Reduction. Die Funktion finde ich geil. Das ist schade, dass man die nicht so ein bisschen einstellen kann. Aber die ist auf jeden Fall genial. Es ist so ein... Andere Station. Das ist so ein bisschen wie dieser, das gab von Albrecht mal einen Lautsprecher, der hat auch so ein metallisches Geräusch gemacht. Wee, wee, ganz komisch zu erklären. Und das kann die Kiste jetzt auch. Das ist ähnlich wie dieses DSP, nennt sich das. Okay, Stefan, no problem. Das ist Punkt 8. Close to the second Punkt city 8. in England called Birmingham. I am 8 miles southwest of Birmingham. Jetzt hört man das Rauschen mehr. And you're coming through really clear now, Stefan. Your signal has picked up. I've got you 5 and 9. Jetzt hat man wieder ein bisschen mehr Rauschen im Hintergrund. What are you using there, Stefan? Jetzt ist es weg. Unabhängig jetzt davon, dass wir hier STX hören. Das ist total toll. Ich finde die Funktion super genial. Auf USB ist das schön anzuhören. Na. Schwache Stationen hören sich ein bisschen komisch an. Man kann dann... Der eine mag es so hören, ich mag es auch so hören. Mich stört es nicht. So, das war jetzt mal die kurze Vorstellung von den Menüfunktionen von der Mars 5000. Bärquatsch, KPO. Vertrieben wird sie von Mars, KPO 5000X. Der hier, diese Anytone-Geschichte, die V7? Ich glaube, ja, V7 nennt sich das Ding. Und dann ist das die Plus-Version. Nur bei der Plus-Version ist das Menü so wie hier. Bei den vorherigen Versionen ist das Menü ein bisschen anders. Aber, wie gesagt, ich hoffe, das hilft irgendjemandem. Das ist natürlich schwierig zu zeigen, weil das Gerät halt so... Ja, so schnell umschaltet von der einen Funktion auf die nächste Funktion. Und aber ich hoffe, ich habe euch da so einige... Achso, das Echo können wir nochmal. Das Echo lässt sich so einschalten. Ich habe jetzt in der Software das so geändert. Das wäre jetzt zu aufwendig, dass ich immer dieses Single-Dingsbums... So ist bei mir eigentlich, das ist so meine Ausgangsposition, wenn ich hier am Funken bin. Das S-Meter ist an. Ich kann hiermit die Kanäle schalten, ganz normal. Ach so, die Fox-Funktion, die wollen wir ja nochmal ausprobieren. Pass auf, das machen wir. Da gehen wir, damit wir kein DX-Müll stören, gehen wir mal auf Kanal 80. Genau, auf Kanal, das ist jetzt Kanal 80, FM. Wir haben eine Roger Piep an. Die Vox-Funktion funktioniert nur mit ausgeschalteten AQ.
mit eingeschalteten Akku funktioniert die nicht. Ich habe es ausprobiert. Wir können es auch gleich nochmal ausprobieren. So, Rauschsperre ist auf. Jetzt drehen wir die Rauschsperre zu. Wir schalten meinen Monitorempfänger. Das ist Programm 80. So, jetzt gehen wir hier mal ein bisschen Modulation geben. So, dass wir uns hier hören. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, jetzt habe ich hier das Orgelmark, habe ich ganz normal gesendet. Das habe ich vorhin auch so gemacht. Ich meine, die Vox-Funktion ist eine ganz geile Funktion. Jetzt habe ich das Mikrofon hier einfach so hingehängt. So. Und mache jetzt mal nichts mit dem Mikrofon. Jetzt schalten wir die Vox-Funktion ein. Funktion. So. Auf 1. Das ist empfindlich. Auf 2 oder 3 hatte ich das vorhin. So, und wie kommt man jetzt aus dem Menü raus? Einfach nichts machen. Das Gerät schaltet automatisch um. Und ist wieder im normalen. Jetzt sendet sie natürlich. Sobald ich jetzt was sage, sende das Gerät. Und ich mache nichts. Ich habe meine Hände hier. So. Wir machen mal hier die Rückkopplung weg. So. Das Mikrofon hängt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das Mikrofon hängt hier. Ich kann das jetzt direkt besprechen. Ich drücke keinen Träger. Ah, hier kann man das schön sehen, dass das Gerät sendet. Mein Amperemeter steigt auf Sendung und ich schnack einfach nur. Ich drücke keinen Träger, gar nichts. Das funktioniert. Also das funktioniert tatsächlich. Das funktioniert tatsächlich und hört sich auch relativ gut an. Man muss dazu das Mikrofon nur sehr dicht vor den Mund nehmen und diese Abfallzeit, merkt ihr das? Seht ihr hier jetzt? Ja, diese Abfallzeit, diese Zeit, wo es abfällt, kann man einstellen. Das machen wir mal. Jetzt stellen wir das einfach mal auf 6. Achso, wir müssen ja wieder raus. Man kann übrigens auch, man kann irgendeine Taste drücken oder nichts machen. Wir machen mal nichts. Ah, jetzt geht's doch. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt sendet das Gerät länger. Ich bin jetzt still. Das ist die Zeit, die man einstellen kann, wann das Gerät mit dem Senden aufhört. Das stelle ich wieder auf. Ich lasse mal auf 3. So, und dann müssten wir eigentlich auch wieder. Das kann man jetzt auch noch. Das ist der Ansprechlevel. Punkt 2. Das ist der Ansprechlevel von der Vox. Entweder auf 9, das ist dann sehr, sehr, sehr weit weg oder sehr nah am Mikrofon beziehungsweise. Und das ist, wenn das Mikrofon, keine Ahnung, das, also bei mir hängt das Orgelmic jetzt hier so 20 cm vom Mund weg. Du kannst ja mal auf 2 machen und dann einfach wieder raus. So, jetzt geht das. So, jetzt machen wir Vorführeffekt. Jetzt mal angenommen, wir sitzen jetzt im PKW. Und hören ein bisschen Radio. Und jetzt hören wir ein bisschen Radio. 1, 2, 3. Oder unterhalten uns kurz. Das kann man einstellen. Man kann das, wenn man das jetzt noch mit dem. Aber bei der Musik löst das nicht aus. Jetzt ist der Vorteil. Das Gerät hat ja diese Noise-Compander-Funktion, diese NC-Funktion. Da gehen wir jetzt mal hin. Das müsste Punkt 8 sein. NC. Punkt 6. Das ist diese Noise-Compander-Funktion. Die schalte ich jetzt ein. Dieser Noise-Compander bewirkt, dass ich das Mikrofon halt direkt besprechen muss. Ich habe meine Sitzposition nicht geändert. Überhaupt nicht geändert. Und ich muss jetzt das Mikrofon praktisch direkt besprechen. Direkt ansprechen. Wenn ich das Mikrofon seitlich bespreche, geht das auch noch so gerade eben. Aber beim direkten Besprechen hört sich das am besten an. Das kann man alles miteinander kombinieren. Ne, das hat er gar nicht genommen. Nimmt er dieses. Ah, Quatsch. Ich, Idiot, habe ja NC auf den Empfang geschaltet. Da.
Wir haben die verkehrte Funktion eingeschaltet. Vorführeffekt. Off. Und dann, das ist ein Noise Gate. Das schalten wir jetzt ein. So, ich drücke mal auf die Scan-Taste, dann. So. Jetzt haben wir hier, da steht NG. So, jetzt haben wir den Klang auch so ein bisschen. Jetzt muss ich das Mikrofon direkt besprechen, damit das richtig schön mitkommt hier. Wenn ich jetzt hier nebenbei schnack, hier passiert überhaupt nichts. Naja, fast nichts. Das kann man alles einstellen mit diesen ganzen Geschichten. Das ist eine tolle Funktion. Das Schöne ist, man muss kein extra. Es funktioniert alles mit dem Orgi-Mic. Das schalten wir jetzt mal aus, damit ich hier nicht dauernd sende. Das lassen wir. Dann schalten wir die. Nee, Quatsch. Da müssen wir mal zurück. Off. Das ist. Punkt 7 ist Noise Gate, das ist zum Senden. Punkt 7 ist zum Senden. Punkt 8 und. Quatsch. Punkt 8 ist zum Empfang. Mikrofon. Typ. Dynamisch oder Elektret. Ich lasse es immer auf Elektret. Hat noch keiner beschwert. Und dann geht das Wunder weiter. So. Nee, FM. So. Mehr kann man im Menü nicht verändern. Im normalen Funktionsmenü. Man kann natürlich im Hidden-Menü etliches verändern. Aber das zeige ich nicht. Weil, ja, warum? Man braucht da nichts verändern. Das Gerät läuft. Meine ist aus dem Karton, nach wie vor. Ist hier, die ist versiegelt und alles. Ich habe nichts umgebaut. Ich habe keinen. Das ist der originale Mikrofonanschluss, der 4-Pol-Mikrofonanschluss. Ich habe mir in meinem Standmic einen entsprechenden Stecker gemacht. Beziehungsweise ich habe hier so eine Box. Mit der kann ich umherschalten. Da ist auch der Standard 4-Pol-Stecker dran. So. So. Und dann habe ich hier, man sieht das jetzt nicht so schön, ich habe hier eine Mikrofonumschaltbox. Damit kann ich hier mein Signal, mein Mikrofon auf die linken schalten. Jetzt bin ich auf der linken, ups. Jetzt bin ich an der linken und jetzt bin ich hier wieder an der Master of 1000X. Ich kann hier zwei Mikrofone gleichzeitig anschließen. Ich habe hier noch die Auswahl für eine externe PTT-Taste. Jo, das war's. Man braucht das nicht. Es gibt bei 9er Funk, da gibt es eine Mikrofonbuchse, die man ins Gerät einbauen kann. Und dann hat man im Gerät einen 6-Pol-Mikrofonanschluss mit 12 Volt. Das habe ich hier auch alles drin. Das habe ich hier auch nachgerüstet gekriegt. Das auch alles funktioniert. Das ist echt super. Jo, das war das. Ich benutze das Gerät recht häufig, weil die echt toll ist. Das ist so mein Lieblings. Empfänger. Ich habe auch im Auto eine. Auch da funktioniert das hervorragend. Wie gesagt, die Vox-Funktion funktioniert nur mit dem Original-Mic und nur mit dem ohne Akku. An dieser Box habe ich auch eine Fernbedienung angeschlossen hier. Das ist eine alte GPS-Maus. Das sind Up-Down-Tasten. Down und hoch. Hoch und runter. Hier. Das ist eine Schaltwippe. Hoch, runter. Und die andere Taste hier ist die Akku-Taste. Was viele vielleicht auch nicht wissen ist, mit der Akku-Taste kann man rumnerven. So, 33. 33. Jetzt drücken wir Träger. Wieso drücken wir hier? Was ist denn hier los? Was habe ich verändert? Ich bin da dran. Ja, das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Ah! So. Ich Idiot, habe hier eine Umschaltung drin. Ne? Da ist ein Kippschalter, ne? Das hier ist ja die Fernbedienungstaste. Ich muss dann
So, ich schalte es nach unten. Jetzt ist das Mikrofon aktiv. Jetzt kann ich von hier unten Träger drücken. Da bin ich vorhin entgegengekommen. So, jetzt nehmen wir mal die Modulation weg. Jetzt kann man ja rumnerven mit dem Gerät. Man kann ja Roger Piep einschalten. Ups. Roger Piep einschalten. Der lässt ja los. So, und dann kann man hiermit noch. Hier kann man ja das Akku mit ein- und ausschalten. Jetzt nehmen wir mal den Roger Piep raus. Na Quatsch. Ach, Mann. So, Roger Piep ist aus. Akku ist aus. Jetzt drücken wir mal. Drücken wir Träger und drücken mal gleichzeitig auf meine Akku-Taste. Da kann man auch noch mit rumnerven. Jetzt könnte man den Quinder-Ton, diesen NASA-Ton, die NASA hat ja früher, und dann haben die gesprochen und beim Loslassen haben die auch wieder gesendet. Diese Tontöne waren unterschiedlich, aber das war nicht Blödsinn. Wofür der ist, weiß ich nicht. Das ist so ähnlich wie beim 2-Meter-Gerät oder so, diesen 1750-Hertz-Ton, um irgendwelche Relais aufzumachen. Kann man machen, muss man nicht. Der ist immer da. Der funktioniert unabhängig, was man am Gerät eingestellt hat, funktioniert dieser Piepton immer. Mehr kann man nicht machen. Wenn man hier auf die Up-Down-Tasten drückt, passiert gar nichts. Ja, das waren die groben Funktionen von der KPO 5000DX. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen helfen können. Wenn ihr es wirklich schriftlich haben wollt, die Markus Neuner von Neuner Funk, der hat das. Habe ich hier nicht irgendwo? Ne, habe ich nicht. Eigentlich hatte ich immer mal einen Aufkleber hier irgendwo pappen. Da unten habe ich einen. Den sieht man leider nicht mehr. Ja, Neuner Funk, www.neuner.funk, irgendwas. Gebt Neuner Funk bei Google ein. Da kriegt ihr für einen Fünfer oder ich glaube 5 Euro kostet die. Ich weiß gar nicht, was die Versandkosten sind. Eine deutsche Bedienungsleitung. Das hier ist die englische, das ist die originale. Markus Neuner hat eine deutsche. Wenn ihr das wollt, holt euch die deutsche. Gebt die 5 Euro aus. Er macht das selber. Ist eine tolle Sache. Ja, ansonsten schaut euch dieses Video an, von vorne bis nach hinten. Ich habe es versucht, so gut das geht, mit meinem Wissen halt zu übersetzen, wie die Menüfunktionen sind. Es ist ja nur auch kein Hexenwerk. Das Gerät hat ja nun nicht 1000 Funktionen und Untermenüs und das ist alles machbar. Mit der Software kann man natürlich viel intensiver rumspielen. Ich habe auch die Software. Die habe ich hier auf dem Rechner. Ich kann die mal kurz aufmachen, dass ihr das mal seht. Das Programmkabel habe ich auch. Das liegt da hinten irgendwo drin. Mit der Software kann man natürlich viel intensiver hier rumspielen und auch 1000 Sachen machen. Aber das meiste von diesen Einstellungen, jetzt diese hier, die kann man sowieso über das Funktionsmenü machen. Und na, das hier ist das Interessante. Das sind nämlich die Kanäle, die man ändern kann. Man kann Frequenzen einstellen von bis. Das ist das Interessante. Aber das ist extrem mühevoll. Für mich ist das nichts. Ich habe die Software natürlich dazu gekauft. Ups. Ah ja, das Kabel ist nicht angeschlossen. Man muss das, man kann das, man soll das. Nein, man braucht das nicht. Nicht zwingend, es ist nicht zwingend erforderlich. Wenn ihr mehrere Jungs in eurem Funkverein, Umgebung habt, die dieses Gerät haben, reicht es, wenn sich einer das Kabel kauft und ihr das dann einfach mal rumreicht. Die Software kriegt man kostenlos im Netz. Wie gesagt, 7.01 ist die aktuelle Version für die Plus-Version. Nur für die Plus-Version. Die Plus-Version hat schwarze Deckel, die Plus-Version hat hinten Kühlrippen, daran erkennt man sie äußerlich. Nur die Plus-Version hat einen schwarzen Deckel. Nur die Plus-Version hat hinten im Deckel noch so Aussparungen drin. Ich kann natürlich nicht zeigen, ich habe das Gerät fest eingeschraubt. Ansonsten, ja, das war's erstmal. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Nachmittag.
Jetzt habe ich auch genug gefilmt und getüdelt hier. Guck mal, eine Stunde voll gekriegt hier. Fast eine Stunde voll. Auch hier mein Counter auf dem Handy sagt auch 5504. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe wieder viel zu viel gesabbelt. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Ja, 7355 hier aus Zottels Bastelkeller. Bis die Tage. Stay tuned. Auf Wiedersehen.